Vielleicht kann ich da noch so ein paar Menschen retten. Ey, eine fucking Neuromod. Jetzt war das Vieh wenigstens nah genug dran, um wenigstens mit Betsy ein bisschen Schaden zu machen. Oh, toll, ich kann da nicht, ich kann nicht aufstehen. Oh, Alter. Seid ihr jetzt da wieder normal? Oder seid ihr drauf gegangen? Weil ich hab nichts mehr. Ich bin blank. Bewusstlos. Hey! Ich hab ein paar Menschen gerettet. Ist das mein Sozial? Das ist damit hat das Vieh jetzt auch nicht gerechnet. Und dann ist hier noch nicht mal was. Noch nicht mal Schlüsselkarten. Irgendwo hat doch, glaube ich, noch was drin, oder? Aber an etwas. So. Kantine. Oh, Kantine. Hey, das heißt, warte mal. Ach nee, die sind ja alle kopflos. Okay, ich hab auf jeden Fall ein paar retten können. Ja, es sind zwar nur ein paar, aber ich konnte. Ach komm, Inventar. Kannst du den Scheiß nicht mal selbst machen? So vergleiche, dass manche meiner Freunde mit Sortierung nicht klarkommen bei sowas. Eine halbe Stunde dran sitzen. Frage ich mich, ihr habt nie Tetris gespielt, oder? Den Code? Okay. Vorstandsetat. Wieso weiß sie diese Codes nicht? Ja, stimmt, es wird ja alles gelöscht. Naja, ich denke mal nicht alles, aber. Und da hinten. Das fremdkontrolliert geht doch gar nicht mehr. Wir haben doch schon den Scheißer umgebracht. Da gibt es hier noch mehr wie einen. In Jahren sind wir am Arsch. Ich glaube nicht, dass ich den in eine Recycler-Granate reinkriege.
Okay, ich muss weg. Oh, der Arsch. Der hat mich hier eingesperrt. Na komm raus, Poltergeist. Ich weiß, dass du da bist. Ja. Hier dich voll, du kleine Sau. So, der ist bewusstlos. Komm raus. Hau dich. Wo bist du? Poltergeist erledigt. Der Poltergeist wurde erfolgreich recycelt. Tante 1 Poltergeist. Entschuldigung, dass ich auf dich drauflatsche. Oh, nee. Ein... Ein normaler Mimik. Abigail's Burst. Ah, Abigail ist unten. Ja, habe ich gelesen gehabt. Den Namen. Guck mal, die spielen Pen and Paper. Okay, Elias. Alrik. Alrik ist in der Dunkelheit hinter der Turmtür verschwunden. Das Einzige, was ihr noch von ihm seht, ist seine Blutspur. Aber die Steinplatten scheinen das Blut irgendwie aufzusaugen. Und die Ritzen schimmern rot. Meine Fresse, Abigail. Sei nicht so ein Feigling. Entweder gehen wir durch die Tür... Vergiss es. Es hat gerade unseren Krieger gefressen. Wenn du es nicht mit dem ganzen Schwarm Rattenmenschen aufnehmen kannst, oh zauberloses Wunder, haben wir keine Wahl. Elias? Ich meine, Alrik? Hauptmann Alrik! Kann ich ihr antworten? Natürlich nicht. Ihr hört nichts aus der Dunkelheit. Sie hat Alrik vollständig verschluckt. Okay. Ich entzünde eine Fackel und... Hey Leute, tut mir leid, bin spät dran. Das Betriebssystem der Station wurde aktualisiert. Ich musste Bellamy die ganze Zeit die Hand halten. Abby, hast du meinen Charakterbogen? Du hast es geschafft. Ja, hier. Okay. Grüße dich, Alexa. Wie geht es dir? Wenn du es eingeschaltet hast. Ja, du hörtest Ratten, aber die spielen Pen and Paper. Wo sind die Dinger hier meistens? Wär's mal mit Magiekunde zu gucken. Ja. War auch die einzige Fähigkeit bei dir, die definitiv nicht schief geht, ne? Ja, mir geht's gut. Ich hab nichts zu klagen. Also, dass meine Frau flach liegt. Im Sinne von krank sein.
Für die, die komische Gedanken haben. Na, nun schieb es doch mal. Ich muss in die Richtung. Ja? Ich noch in das eine Quartier. Ja. So, jetzt ist voll. Und noch raus. Hatte ich dann nämlich noch. Heavy Gave auf der linken Seite. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und auf der anderen Seite. Also mal ganz ehrlich, wenn Alisea dreimal eine 20 würfelt bei Magiekunde, wird sie nie wieder Magiekunde wirken können. Das ist mir egal. 320er sind 320er. Ob sie die nun per Hand würfelt oder es generiert wird. Kriegt jeder hier diese Schuhe? Wir haben nicht zufälligerweise das Passwort von ihr? Ja, es ist Hacken 1, es ist dann kein Problem, aber trotzdem. Wie wäre es halt lieber, wenn ich das Passwort hätte? Sekunde geredet. Ah, sie liest dich. So, verborgener Schatz. Hä? Soll ich nicht wissen, wie das Passwort für den verborgenen Schatz ist? Unter die Nase gerieben. Zwischen ihm und Morgan ist das Tradition. Das tut mir leid, der Hughes. War das so heuchlerisch wie eine Danielle-Show-Entschuldigung? Nein. Danielle, es ist nicht einfach, mit ihnen zusammenzuarbeiten, aber... Hast du mich eben mit ihm verglichen? Mit diesem arroganten Sack? Danielle, das muss aufhören. Du hast recht. Verschwinde. Es ist aus zwischen uns. Danielle! Ich sagte raus. Aha. Beziehung voll in den Arsch gegangen. Das müsste reichen, um Daniels Stimme zu synthetisieren. Zumindest zur Umgehung der Absperrung der Datenzentrale. Ich habe auch nach Anzeichen von Bewusstseinsfeldern auf der Station gescannt. Signale von Menschen werden kaum registriert. Typhon hingegen erzeugen starke Wellen. Aber bei der Koralle sind die Werte unregelmäßig. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Je eher wir ihren Zündschlüssel erhalten, desto besser.
Uns fehlen noch ein paar Dinge. Wir haben denn da mitgespielt? So triggern würde, ne? Die drei haben wir schon mal. Du ja, du nein, du nein, du nein, du nein, du nein, du nein. Du auch nicht, erst recht nicht. Ist mir sowieso schon auf den Sack. Ah! Er verrät mir noch nicht mal, wo es ist. Muss ja irgendwo hier sein. Ja, ja. Drei Stück habe ich schon, aber... So, alles angeguckt, ne? Ah, guck mal. Paket abholen. Hab noch nicht gelesen. Jetzt habe ich den Postraumcode. Ja, das heißt, wir müssen alles nochmal untersuchen. Wenn sie einen Türcode haben. Kommt man da oben hin? Charakterbrunnen! Hey, Rosalin! Deine scheiß Notiz. Wo ist die? Mich aber auch nicht ducken oder so gerade. Werte Dame. Hoffentlich bringt uns das nicht in Schwierigkeiten. Zumindest in keine großen. Als erstes müsst ihr zu dem Baum reisen, an dem wir unsere Initialen eingeritzt haben. Und was ist, wenn ich Julian Howard in die Arme laufe? Dann solltet ihr die Beine in die Hand nehmen. Julian der Ogre kann es nicht leiden, wenn jemand seine Bäume anfasst. Oder seine Früchte. Wahrscheinlich wäre er weniger missmutig. Unter einem Steine werdet ihr eine magische Schlüsselkarte finden. Diese Schlüsselkarte wird euch alles aufschließen, was euer Herz begehrt. Oh, nun, dafür brauche ich keinen Schlüssel. Und keine Sorge, Michaela meint, ihr bekommt zur Feier eures Geburtstags frei. Okay. Mann. Ich hab da eben gerade an was anderes gedacht. Nee, die Bombe sind Initialen des Paars. Proreto. Ja. Gut, dann haben wir wenigstens das da oben auch schon mal abgesucht. Haben wir hier noch? Die Seite. Also so die ganze Zeit ins Bett zu kommen, finde ich sehr hart. Haben wir das hier erstmal auf der Seite. Wirklich, hier haben wir jetzt nicht dadurch gekommen. Was sind die Klos? Ja, definitiv nicht mitgespielt. Er war ja zum Schluss ja eh selbst verstört. Und wieder dein Transcript verloren. Charakterbogen. Belindra. Kann ich nicht sagen, aber das sieht eher aus wie Standardwerte. Wir müssen wohl gerade erst angefangen haben zu spielen. Freizeit beschäftigt.
Nein, habe ich schon runtergeladen. Stimmt, das war hier, wo der Poltergeist mich angegriffen hat. Sehr, sehr unnett war. Wenn ich doch rauskriege. Aber wenn nur, dann sind es nur Neuromods, die man bekommt. War besser wie nichts. Weil doch, ich habe noch einiges zu freischalten. Oh, was haben wir denn hier? Ich hätte gesicherte Medikamente. Wie gut, dass wir hier nochmal gucken gehen. Ist doch gar nicht mal verkehrt, dass man manche Sachen einfach mal auffüllt und kaputt macht. So. Liebe Kinder, macht das nicht zu Hause. Eure Eltern könnten sauer werden. Ja, hier niemanden anstacheln oder anstiften. Suchen nach dieser Kacke. Hier nochmal rüber gehen. Muss ich mir natürlich später, im späteren Verlauf, wieder einfallen lassen, wie ich diese Folge nenne. Meine lieben Freunde, es geht mal diesmal einen tierisch auf den Sack, einen Titel herauszufinden. Ich mache das schon einige Jahre, ich darf mich bewerben. Freiheit für Herzen. Ich starre in die Leere zwischen den Sternen. Da ist etwas dort draußen. Ich weiß es.